Heute ist der erste Tag von der Roggensauerteigherstellung. Für einen Roggensauerteig brauchen wir nur einen Becher Roggenmehl und einen halben Becher lauwarmes Wasser. Und zur Herstellung tun wir nur Wasser und Mehl zusammen. Das wird verrührt. Schauen, dass wir den Rand ein bisschen halbwegs sauber haben. Und das war eigentlich schon alles. Der erste Tag. Also man sollte entweder eine Plastikschüssel nehmen, so wie ich da habe, oder eine Holzschüssel. Funktioniert auch ganz gut, weil Plastik und Holz temperaturregulierend wirken und die Unterschiede von warm und kalt oder Nachttemperaturen und Tagtemperaturen da besser ausgeglichen werden. So, das wird jetzt nur abgedeckt mit einem Deckel. Gell, man kann auch einen Teller reintun, wo sie mach nicht fest drauflegen, sondern nur locker drauf liegen lassen und dann 24 Stunden an einem warmen Ort, wo keine Zugluft ist, stehen lassen. Jetzt nach ca. 24 Stunden sieht man schon kleine Blaseln aufsteigen, also es geht relativ schnell. Das ist wahrscheinlich auch deswegen, weil es direkt neben dem Ofen steht. Und jetzt kommen nochmal ein Becher Roggenmehl dazu und ein halber Becher Wasser. Das unterrühren. Das war es dann schon nachher. Und jetzt wird er wieder abgedeckt. Und wieder für 24 Stunden stehen lassen. Tag 3, wieder 24 Stunden später. Der Sauerteig riecht jetzt angenehm sauer, säuerlich, also sticht fast ein bisschen in der Nase. Und wenn man so schaut, recht schön schaumig. Er ist jetzt ein bisschen dünn, also relativ flüssig, er darf jetzt schon ein bisschen fester sein. Jetzt habe ich heute gerade ein bisschen mehr Mehl, das heißt wieder einen Becher vom Roggenmehl dazu und diesmal habe ich nicht ganz halb voll oder tue nicht alles rein von halben Becher von lauwarmem Wasser. Das wird wieder untergerührt. So, und das war es auch schon wieder. Und so krimper jetzt wieder 24 Stunden eben an einen warmen Ort zum Weitergären. Nur leicht abdecken und wieder 24 Stunden. Tag 4. So schaut der Sauerteigansatz jetzt aus. Er ist schön schaumig, hat ein relativ intensives, säuerliches Aroma. Also riecht gut. Und jetzt ist er eigentlich fertig zur weiteren Verwendung. Damit wir aber das nächste Mal nicht wieder 3 Tage warten müssen, nehmen wir uns einen Teil von dem Sauerteig weg. Das ist so ein Honig, Marmeladenglas, je nachdem. Das ist 1 Liter, hat da Platz. Da füllen wir jetzt ungefähr so 2 bis 3 cm, ein Viertel soll es ungefähr sein.
füllen wir ins da ab. Und so kommt das jetzt nachher mit einem Schraubverschluss, kommt das in den Kühlschrank. Und ich meine, ich habe bei vielen gehört oder gelesen, dass man ihn füttern muss zwischendurch alle paar Tage mal. Also ich habe das nie gemacht. Ich lasse den einfach drin stehen und überlasse ihn sich selber. Bis zu einem Monat ist es einmal überhaupt kein Problem. Sauerteig ansetzen ist jetzt nicht wirklich das Problem. Wichtig ist nur die Temperatur dabei. Ja, je wärmer, desto leichter. Es kann natürlich auch 4 Tage dauern oder am 5. Tag, dass er erst am 5. Tag so weit ist, jetzt wie der. Aber wie gesagt, je wärmer, desto besser. Und je regelmäßig wärmer, desto besser. Gut, und den Rest, was wir da jetzt noch haben, der reicht eigentlich vollkommen aus, da mit dem nur ein Dreiviertel Kilo bis zu einem Kilo Mehl verarbeiten kann. Und jetzt zeige ich euch noch, wie aus dem Sauerteigansatz, den wir im Kühlschrank aufgehalten haben, einen neuen Ansatz für das nächste Backen vorbereitet. Also das wird immer am Vorabend gemacht, wenn man am nächsten Tag backen will. Und da seht ihr jetzt, das ist der Sauerteig, der im Kühlschrank war. Er hat als feine kleine Blaseln. Der ist jetzt noch nicht so aktiv, weil es relativ frischer ist noch. Aber je älter der Sauerteig dann ist, desto weiter steigt er auf und ist noch da. Und dazu braucht man eben den Ansatz, was man bei der Zubereitung vom Sauerteig auf die Seite getan haben. Dann braucht man noch einen Becher lauwarmes Wasser und 2 Becher vom Roggenmehl. Und zwar fange ich an, dass ich den aufmache, das warme Wasser dazu gieße und das einfach schön untermische, so dass sich alles vom Rand löst. Manchmal ist, wenn er länger drinnen steht im Kühlschrank, dann kruschtet er ein bisschen am Rand vom Glas so an. Wenn alles gut gelöst ist, dann richte ich mir wieder meine Schüssel her, gebe das Ganze da rein. Und rühre dann die 2 Becher vom Roggenmehl dazu. Der ist jetzt ein bisschen fest. Jetzt tue ich mir gerade noch ein bisschen Wasser dazu. So, passt für mich. Könnte sogar noch ein bisschen dünner sein. Aber wie gesagt, so tragisch ist es nicht, wenn er einmal zu fest ist. Dann tut man ein bisschen Wasser dazu. Und wenn er zu dünn ist, also dass er nur mehr flüssig ist, dann tut man halt ein bisschen mehr Mehl dazu als sonst. Den Rand ein bisschen zuputzen. Und so jetzt über die Nacht, also ungefähr 12 Stunden, an einem warmen Ort stehen lassen.
zugedeckt. Und dann kann man anfangen zum Backen. Also ich mache es meistens so, dass ich am Vorabend den Vorteig herrichte und dann kann ich am nächsten Tag am Vormittag mit dem Backen vom Brot beginnen und Nachmittag ist es dann fertig. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es könnt was damit anfangen und es hat euch gefallen. Vielleicht macht es auch nach und vielleicht schaut es irgendwann wieder einmal bei mir rein.